Also ich hatte generell eigentlich eine sehr schöne Schulzeit und ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr gerne an den naturwissenschaftlichen Unterricht. Da hatten wir sehr, sehr engagierte Lehrer. Schon damals mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln ist die Faszination Forschung eigentlich in meiner Schulzeit zumindest schon damals sehr deutlich geworden. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte tolle Lehrer. Also ich würde sagen, dass wir damals das Thema Integration in der Schule noch nicht so professionell angegangen sind, wie das vielleicht heute der Fall war. Also in meiner gerade Grundschulzeit kann ich mich schon noch an Konflikte erinnern, wo ich glaube, dass wir heute da Wege gefunden haben, um damit wesentlich besser umzugehen als damals. Das drückt dann immer so das Gefühl, wenn man Schüler-Schüler-Konflikte oder Schüler-Lehrer-Konflikte in dem Kontext erlebt hat, dass es quasi Schwierigkeiten gab, dass das Schüler unterschiedlicher Herkunft auch wirklich Freundschaften geschlossen haben, zusammen waren und dass, wenn sich natürlich separate Gruppen bilden, das ganz zwangsläufig dann auch zu Konflikten führt. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Aufgaben auch für die nächsten Jahre, weil der Anteil von Leuten nicht deutscher Herkunft in der Schule ja steigt, dass wir das einfach professionell lösen.